Good morning, Deutschland. Ich zeige euch jetzt mal mein kleines Apartment, wo ich in Bangkok wohne. Spärlich eingerichtet, aber für die paar Tage im Jahr, die wir hier verbringen, ist das natürlich vollkommen ausreichend. Wichtig ist eigentlich Kühlschrank und Klimaanlage. Hier noch ein paar alte Fotos von mir. Als ich geheiratet habe damals, da war ja noch Neandertalerzeit. Mein Fernseher, mein Bett, ich bin auch gerade erst aufgestanden. Ja, König ist auch immer dabei. Da ist natürlich der Neue, nicht mehr der Alte. Da liegen schon meine Klamotten bereit, weil wir müssen uns nachher mal wieder auf den Weg machen. Wir werden in ein riesen Einkaufszentrum fahren. Klamotten liegt meine Frau immer bereit. Die meint, ich muss immer so rumlaufen in Thailand. So, meine Couch, die hier keine Sau benutzt, habe ich noch nie drauf gesessen. Kühlschrank, der ist sehr wichtig. Der muss in Thailand sehr groß sein. Klimaanlage, auch sehr wichtig. Ohne Klimaanlage geht man hier kaputt. So, und das ist unsere kleine Küche. Wasser muss man immer am Automaten holen, denn das Wasser aus der Leitung kann man nicht trinken. Ja. Dann hat man Buddhas Rache, 3 Wochen lang. So, da ist unsere Toilette und unsere Dusche, kann ich euch leider nicht zeigen. Da sitzt gerade Secondhand drauf. So. Und voll abgesichert vor Eidechsen und Vögeln. Mein Apartment in Bangkok.